Die Leute erzählen immer zu viele Fakten und zu wenig Emotionen. Wir haben das schon gesagt, gell? Aber man kann es gar nicht häufiger sagen. Erzählt nicht nur Heldengeschichten, die immer nach oben gehen und alles hat funktioniert. Es gibt keine langweiligere Geschichte als Prinz will Prinzessin, Prinzessin will Prinz, beide kommen zusammen, machen Baby, wohnen zusammen in der Burg und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. So, Zuschauer sind rausgelaufen aus dem Kino. Das ist nicht das, was ihr wollt. Eine gute Geschichte sind Konflikte, sind Scheiterungen, sind Rückschläge, sind Hindernisse. Und gerade im B2B-Markt, ja, gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ja, aber bei uns muss doch das, wie sehen uns denn die Kunden? Müssen wir da nicht alles professionell machen? Müssen wir das dann erzählen? Nee, wir müssen erzählen, was auch mal nicht funktioniert hat. Komma, wenn wir danach erzählen, was wir daraus gelernt haben. Weil da draußen weiß jeder, ja, der schon mal irgendwie im B2B-Umfeld unterwegs war, es wird wahrscheinlich in einer Zusammenarbeit mit einem Kunden oder mit einem Auftraggeber, mit einem Produzenten, wie auch immer, es wird nicht alles funktionieren. Butter bei die Fische. Realität, wenn man eine mehrjährige Geschäftsbeziehung aufbaut, und das ist das Ziel von allem, langfristige, wiederkehrende, gute Geschäfte miteinander zu machen, dann wird mal etwas nicht funktionieren. Aber wie wäre es, wenn ich vorher schon wüsste, dass ich weiß, dass diese Firma, auch wenn es mal nicht läuft, trotzdem mit mir eine Lösung sucht. Also mein Dienstleister wird wahrscheinlich nicht immer so performen, wie ich das im Perfekten mir das vorstelle. Ich weiß, dass wir auch mal Reibungspunkte haben werden, aber ich weiß durch deren Erzählungen, dass sie das mit Kunden vorher auch schon hatten und dass sie was draus gelernt haben und am Ende zu einem noch besseren Ergebnis geführt haben. Ja, große Brands erzählen das Thema Scheiterung. Tesla, vielleicht erinnert ihr euch an das Cybertruck-Gate, die wollten zeigen, dass von diesem Cybertruck irgendwie die Fensterscheibe unkaputtbar ist. Ist ein bisschen blöd gelaufen dann bei der Präsentation, weil sie natürlich komplett gesplittert ist. Der Mediawert von dieser Aktion für Tesla lag bei geschätzten 25 Milliarden US-Dollar. Kostenlose Medialeistung, Werbung für die Marke, weil alle Medien das aufgegriffen haben. Ein Schelm, wer denkt, dass das vielleicht inszeniert war. Wir werden es nie rausfinden. Wenn es inszeniert war, war es das brillanteste Marketing der letzten, wahrscheinlich, keine Ahnung, 8 Jahre. Die beste Kampagne. Red Bull erzählt immer Scheiterungen, bevor es dir am Ende des Tages hier Flügel verleiht. Diese Athleten von Red Bull müssen immer wieder hinfallen. Die müssen immer wieder Rückschläge haben. Der Sprung aus dem Weltall wurde dutzendfach verschoben und dann irgendwann ist er stattgefunden. Und das ist das, was ihr erzählen könnt und was vollkommen okay ist und wozu wir euch nur ermutigen können. Seid nicht zu perfekt, weil perfekt ist wie Teflon. Und an Teflon prallt alles ab, weil man sich an Teflon nicht festhalten kann. Und alles, was keine positiven Ecken und Kanten hat, ist boring. Braucht kein Mensch. Geschichten machen euch anfassbar.